Cause when I'm with you, I'm fine. When you go, I'm sad. I like my life with you, oh. Cause you are my one love, and I'm not saying lies. You're the one in my heart, and I'm not saying lies. I feel crazy. Selbst die Frau, ne? Wie machen wir das jetzt am besten? Auf die Seite kippen und dann... Ich bin Charlotte. Ich freue mich, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und ich freue mich, dass ihr auf dieses Video geklickt habt. Ich bin gerade aufgestanden. Ich muss auch noch ein bisschen leise sein, weil mein Freund nebenan schläft und ich will ihn nicht aufwecken. Aber ich bin gerade so excited, dass ich direkt die Kamera in die Hand nehmen wollte, denn ich möchte euch jetzt meinen Esstisch zeigen. Wir starten direkt mit dem Cliffhanger aus meinem letzten Vlog. Da habe ich euch ja die Küche gezeigt, die ich ein bisschen umgestaltet habe. Und ich habe auch erzählt, dass ich einen neuen Esstisch gekauft habe. Aber weil der so schwer war und die ganze Zeit im Auto lag und wir keine Energie hatten, den in meine Wohnung zu schleppen, konnte ich ihn euch im letzten Vlog nicht zeigen. Aber wir haben es die letzten Tage hinbekommen und ich habe ihn aufgebaut und ich habe ihn jetzt gestern so hingestellt, wie ich ihn gerne hätte. Und jetzt zeige ich ihn euch. 1, 2, 3. Tada! Ich liebe ihn. Okay, also ihr müsst das hier ignorieren. Aber sonst mag ich diese Ecke jetzt auch total gerne. Ich war erst voll unsicher, ob er vielleicht irgendwie zu hoch ist oder ob die Beine nicht passen. Das sind so Industriebeine, also so Metall-Industrie-Look-Beine, sind auch so ein bisschen verrostet da unten. Aber ich finde, er passt sich hier echt gut an und lustigerweise, obwohl es ein größerer Tisch ist und obwohl er irgendwie fetter ist und nicht weiß, macht er den Raum irgendwie viel, viel größer als mein Schreibtisch, der da vorher stand. Der steht jetzt hier. Den werde ich jetzt bei eBay verkaufen. Ja, und ich habe hier gestern auch schon gegessen. Mein erstes Abendessen. Das war irgendwie richtig cool, so am Tisch zu essen, weil sonst habe ich halt hier immer auf dem Sofa gesessen. Das war nice. Ich freue mich voll. Also Leute, der Tisch ist wirklich ein Game Changer. Es ist so viel entspannter, dass wir jetzt beide am Tisch sitzen können und arbeiten können und nicht einer immer auf dem Sofa oder in der Küche sitzen muss, weil in der Küche habe ich zwar dann noch einen Tisch, aber es ist da immer so dunkel und irgendwie mag ich es auch nicht so, in der Küche zu arbeiten. Ich mag das Surrounding nicht so und hier ist es jetzt einfach so viel entspannter. Wir können ja beide sitzen und können uns gegenseitig angucken. Und ich habe mich gerade umgezogen. Ich stehe momentan auf solche T-Shirts und Pullis mit so Prints drauf. Ja, das T-Shirt ist von Chiquet. Ich habe nämlich gerade eine kleine Lieferung bekommen. 4 Teile. Ich gucke gerade, wo ich euch hinstelle, damit ich sie euch kurz zeigen kann. Ja, toll. Jetzt fangen die da oben an, wieder rumzubohren. Ey, das ist... Okay, ich glaube, sie haben auch gehört. Okay, das ist das erste Teil. So ein oversized weißes T-Shirt. Also es ist schon relativ groß, es ist Größe S und dafür ist es schon sehr oversized, sag ich mal. Aber ich finde es voll geil. Und da steht drauf San Francisco. War ich zwar noch nicht da, aber ich finde es trotzdem voll nice. So, das war Teil 1.
Ich liebe diesen Pulli. Ich liebe vor allem die Farbe. Ich mag hellblaue Sachen irgendwie richtig gerne an mir. Das ist ein Cropped Sweatshirt Pulli mit so einem richtig schönen V-Ausschnitt, ein bisschen weiten Ärmeln oder weit geschnittenen Ärmeln. Also er ist relativ kurz, er geht so bis zum Bauchnabel, würde ich sagen, aber mit einer hohen Leggings geht er halt richtig gut so und auch voll bequem und irgendwie total lässig. Die Kette ist übrigens auch von Chiquet, aber die habe ich schon richtig lange, diese goldene zweiteilige Kette. Ich habe noch ein richtig schönes Kleid bestellt, das ist eigentlich mehr was für den Sommer oder vielleicht schon für den Frühling. Also es ist so ein bisschen so ein Blusenkleid, so ein langes Blusenkleid. Oh, ich wünschte, ich könnte das jetzt schon anziehen. Könnt ihr sehen? Und als letztes habe ich noch eine Shorts, also eine Sport-Leggings-Shorts bestellt. Cool aus, so ein bisschen so eine Radler-Shorts. Okay, sieht aus wie eine Kinderhose. Ich glaube, sie ist sehr stretchig. Welche Größe habe ich überhaupt bestellt? Passt aber voll gut. Also sie geht so bis knapp übers Knie. Ich stelle ihn mal kurz auf den Tisch. Voll schön, oder? Die ist so bequem. Ja, und wie immer habe ich bei Chiquet natürlich auch den Code. Ich blende ihn euch ein. Schaut gerne mal da vorbei. Der ist aber immer nur 5 Tage gültig. Und die Sonne scheint gerade richtig schön. Ich glaube, ich muss gleich nochmal raus. Ich wollte jetzt aber gerade noch ein paar Klamotten zusammenpacken. Ein bisschen Sachen packen, weil ich morgen für ein paar Tage nach Hause fahre. Mein Papa hat nämlich morgen Geburtstag. Und ich werde ihn überraschen. Also er weiß noch nicht, dass ich komme morgen. Ich habe mich schon richtig schlecht gefühlt, weil ich gar nichts zu ihm gesagt habe. Und ich dachte schon so, oh, jetzt denkt er irgendwie, ich habe seinen Geburtstag vergessen oder ich interessiere mich nicht für seinen Geburtstag. Aber ich werde dann morgen früh hinfahren und er ist dann noch bei der Arbeit. Und wenn er nachmittags zurückkommt, dann werde ich als Überraschungsgast da sein. Und ich freue mich voll. Ich bin nur 4 Tage zu Hause, also nur bis Sonntag, aber trotzdem ein paar Tage Tapetenwechsel und meine Eltern wiedersehen, freue ich mich sehr drauf. Ich komme gerade frisch aus der Dusche. Ich habe gerade mal wieder in der Mittagspause draußen im Stadtpark, weil das Wetter so schön war, ein bisschen Sport gemacht. Ich mache das irgendwie momentan total gerne, viel lieber als hier so drin Workouts. Ich finde, man fühlt sich danach dann immer noch viel, viel fresher und besser. Und jetzt mache ich mir gerade Mittagessen. Und ich mache mal wieder die inspirierte Pam Bowl, diese Protein Bowl. Ich habe die in meinem Video, wo ich die Pam App getestet habe, habe ich die ausprobiert. Und seitdem mache ich die irgendwie übelst auf, weil ich es voll lecker fand. Aber heute mache ich sie mit Süßkartoffeln, weil ich noch ein paar Sachen aufbrauchen will, bevor ich morgen nach Hause fahre. Mittlerweile schon 7:15. Ich habe auch schon meinen Koffer gepackt und gerade auch schon mal meinen Rucksack und alles rausgestellt, weil mein Zug geht, glaube ich, morgen um 7:30 oder sowas. Ich muss auf jeden Fall schon relativ früh los und da muss ich morgen nicht mehr groß irgendwie was packen. Koffer ist auch gepackt. Ich bleibe ja nicht so lange, deswegen ist das jetzt nicht so viel. Mama meinte so, wenn du nach Hause kommst, dann musst du auf jeden Fall Schokolade mitbringen, weil sie liebt die Nukao-Riegel auch. Ich habe gerade noch gesaugt und warte jetzt eigentlich noch darauf, dass wir gleich mit Essen machen anfangen. Wir machen heute Chili Sin Carne, ein Chili Sin Carne Auflauf. Wir überbacken das Ganze noch.
nach Hause geschafft. Gerade noch alleine, also die Überraschung fand noch nicht statt, weil Mama ist gerade noch auf einem Termin, die ist aber eingeweiht, also die weiß, dass ich gerade hier bin. Und Papa ist noch bei der Arbeit, der kommt erst heute Nachmittag. Hier im Hintergrund steht schon der Geschenketisch und ich habe gerade noch für Mama und mich am Bahnhof bei Dean & David was zu essen geholt. Freue ich mich schon drauf, ich habe schon richtig Hunger. Und Mama hat einen sehr süßen, nicht so geglückten Geburtstagskuchen gebacken. Sie hat mir heute Morgen schon einen Snap geschickt. Es sollte ein Google-Hub werden, aber anscheinend ist der obere Teil nicht ganz aus der Form gekommen. Es ist ein Marmorkuchen, aber ja, sieht trotzdem süß aus. Ja, und ich bin schon voll gespannt, wie Papa gleich reagieren wird. Ich habe ihm im Zug heute Morgen schon gratuliert und geschrieben, dass wir heute Nachmittag FaceTime, weil ich jetzt vormittags arbeiten muss, weil kein anderer arbeiten konnte und deswegen mich eingesprochen. So. Ich hoffe, er hat mir das abgekauft, aber Mama meinte, er würde wohl nichts ahnen. Deswegen ja, bin ich sehr gespannt, wenn ich hier gleich sitze und er wiederkommt, wie er so reagiert. Mittagessen mit Mama. Mama hat das vegane gelbe Curry. Immer sehr, sehr gut und lecker. Und ich habe den Falafel-Tahini-Salat. Sieht hier gerade alles nur noch nach Salat aus. Das sah eben schön aus. Aber da unten ist Süßkartoffel und Falafel und Hummus und alles Mögliche. Der ist richtig lecker. Salat, Apfelkerne. Ja, stimmt. Das ist mein Lieblingssalat von Dean & David. Okay, kurzes Update. Nee. Papa ist immer noch nicht da. Er müsste jetzt aber in den nächsten 5 bis... Ich habe bei jedem Auto das Gefühl, er kommt. Aber in den nächsten Minuten hier ankommen. Ich backe jetzt gerade noch einen improvisierten, schnellen Apfelkuchen. Mein improvisierter Apfelkuchen, den ich in 5 Minuten zusammengemixt habe. Ich habe den Teig gemacht aus Vollkornmehl, Haferflocken, gemahlenen Mandeln. Dann ist da Mandelmus drin, Reissirup, ein bisschen Mandelmilch. Ich glaube, das war's. Zimt. Und die Streusel habe ich gerade auch aus Mehl, Haselnussmus und Reissirup gemacht. Und dann da halt Äpfel und noch Haselnusskerne. So, und das kommt jetzt in den Ofen. Kuchen ist fertig. Papa ist immer noch nicht da. Er meinte, er ist um 2:30 wieder hier. Und Mama hat gesagt, er ist um 2:30 wieder hier. Jetzt ist es 3:15. Wow. Meine Mama hat mir gerade eine neue Milch gezeigt. Moment. Hier, diese Provamel Almond Touch of Vanilla Milch. Und schmeckt so gut. Und da ist kein Zucker. Aber das ist ja so lecker. Ich warte übrigens immer noch. So schön! Das ist ja geil! Happy Birthday! Hast du damit gar nicht gerechnet? Nein, gar nicht! Ja, die Überraschung ist auf jeden Fall gelungen. Ich hoffe, ich habe den Moment gut eingefangen. Ich habe es noch nicht auf der Kamera angeguckt, werde ich gleich mal machen. Er hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Oh, meine Augen. Ich brate hier gerade Zwiebel unter mir an. Das ist kein guter Spot, um zu filmen.
er hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut und er hat auch nichts geahnt, meinte er, also wirklich nicht. Ja, wir haben jetzt hier gerade eben, oder es hat gerade eben heute Nachmittag Kaffee getrunken, Kuchen gegessen, Geschenke ausgepackt. Oh Gott, das geht, glaube ich, so nicht. Keine gute Idee, Charlotte. Moment. Das ist so traurig. Ja, es war auf jeden Fall sehr schön. Wir haben lange auch mit Anni gefacetimed, also meiner Schwester. Die studiert ja in Wien und es ist gerade ein bisschen schwierig, so für sie einfach schnell mal nach Hause zu kommen. Deswegen haben wir sehr lange mit ihr gefacetimed. Und Mama und Papa hatten jetzt schon gestern oder vorgestern Essen für sich bestellt. Und Mama konnte Papa davon ja jetzt nicht abbringen, weil er wusste ja noch nicht, dass ich komme. Und ja, die haben sich auf jeden Fall Essen bestellt und ich konnte jetzt so spontan da nichts noch irgendwie dazu bestellen, weil es so ein kleines Restaurant ist. Und deswegen mache ich mir jetzt schnell hier was zu essen. Ich habe eigentlich noch gar keinen Hunger, weil ich so viel Kuchen gegessen habe. Der Apfelkuchen war übrigens sehr lecker, aber ich habe halt irgendwie so 3 Stücke gegessen und noch so einen Amerikaner. Ja, deswegen mache ich mir jetzt, also ich mache mir jetzt Nudeln mit Tomatensauce, weil da habe ich irgendwie Bock drauf. Und das ist jetzt auch so das Einzige, was irgendwie schnell geht. Und dann machen wir uns noch einen entspannten Abend und gucken wahrscheinlich GNTM oder so. Ich habe noch keiner dieses Jahr irgendeine Folge gesehen, aber Mama und Papa gucken ab und zu. Die müssen mich mal dann updaten. Sonntag, irgendwie ging das Wochenende so schnell rum, die Zeit hier verfliegt immer so, aber es war richtig, richtig schön. Ich fahre ja heute Abend schon wieder nach Hause, also nach Hamburg, und ich habe die letzten 2 Tage eigentlich echt wenig gefilmt, es ist aber auch nichts Spannendes passiert. Ich habe gestern und vorgestern auch noch ganz viel an meinem Ostervideo gedreht. Guckt es euch auf jeden Fall an, wenn ihr Lust habt, vielleicht zu Ostern einen kleinen Osterbrunch zu machen und ihr noch ein bisschen Inspiration sucht oder sowas.